Trenner. Oh, so eine feige Sau. Komm nur her. Ich tu dir nichts. Okay, eigentlich schon. Ja. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Ja, ich zerstückel die dann immer, weil... Wo ist der Kopf? Nee, das ist ein Stein. Wo ist der Kopf? Da. Kopf ist immer das Wichtigste. Gibt's immer nur eins pro Person, müsst ihr wissen. So, das können wir mal ein bisschen... Hallo? So. Hm. Wieder mal ganz klar gesagt, was Sache ist. Gut, schön. Ist uns irgendwie kalt oder sowas? Kommen wir dem Blatt? Ja, okay, dann duschen wir mal kurz. Dass wir uns ein bisschen besser fühlen. So, jetzt sind wir sauber. Ey, das sieht so scheiße aus. Ganz ehrlich. Warum, ne? Also, da muss wirklich noch was gemacht werden. Aber wir schlafen jetzt erstmal. So. Schön. Selbst ist die Frau. Wir haben überlebt. Okay, wie geht's weiter? Wir verfällen jetzt den hier. Wir müssen ja unsere Palisade weiter ausbauen. Und mal gucken, ob wir irgendwo mal angegriffen werden. Nö! Komm. Ich überlege auch, ob wir wieder vorgehen können und Bären essen können, weil die wachsen, glaube ich, jeden Tag nach. Und ich denke mal, das ist eine ziemlich gute Nahrungsquelle. Also, das ist echt beeindruckend. Sofern wir ja unsere Freunde nicht essen können. Vermutlich hat unser Main Character da moralische Bedenken, wobei unsere guten Freunde da weniger Bedenken haben, was ich nicht so fair finde. Ich meine, für uns geht es ja auch um Leben und Tod, ne? Also, ja, darf man nicht so wählerisch sein. Okay. So. Man könnte ja schon fast behaupten, es geht voran hier, ne? So. Hier mal bitte. Hallo? Bitte hier gerne mal. Danke. Damit E. So. Was ist denn da? Oh, ein bisschen creepy, der Vogel. Okay. Oh, ich habe ja hier noch ein. Oh. Den muss ich auch noch hier verbauen. Ich dachte, den hätte ich schon verbaut. So. Wunderschön, es fehlt dazwischen eins. Ist so, oh, ich mache das richtig professionell. Wir können einmal unseren Gruß wieder anmachen. Damit die auch wissen, woran sie sind. Ne? Man möchte hier so ein bisschen mit offenen Karten spielen. Und auf jeden Fall die Bäume weg. Ich glaube, die Bäume, die tun uns nicht gut. Ja, genau. Genau so hackt man. Komm, Junge. Hack mal ordentlich. Danke. Puh. Komm, mach mal hinne. 4 kriegt man da raus. Hey, ich glaube, pro Palisadenteil brauchen wir 8 Stücke. Also, oh Gott, da haben wir schon ein bisschen was vor uns. Sofern ich auch das ganze Ding da hinten ein bisschen zubauen möchte, auf jeden Fall. Ich finde es aber auch gut, hier die Stelle, ich glaube, die ist auch ein bisschen, die ist, man hat alles hier, oh Gott, da unten warten wieder ein paar durchs Wasser. Super. Läuft. Läuft. Na komm. Hä? Ja. Ich bin ein bisschen lebensmüde, weil unten die sind. Da schreien sie einfach so mal so übelst kamikaze-mäßig runter. Aber naja, man muss halt eben mal vorwärts kommen hier, ne? Kann man nicht immer so pingelig sein. So. Und hier geht's weiter. Oh, ist das nicht wunderschön? Da kommen dann ja fast die Tränen. Wobei ich ehrlich muss, dass es nicht immer unbedingt daran liegt, dass es wunderschön ist. So. Wo sind die hin? Gerade eben war hier noch so ein Junge. Edik, du wirst dich freuen, wenn ich das sage. Ich weiß. Okay. Und jetzt. Ja, du kannst eigentlich mal dieses Light-Ding ausmachen. Das nervt eigentlich nur. So. So, okay. Na, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Leute. Oh, Leute, wartet mal. Ich geh mal ein paar Bären fressen. Ich habe jetzt keinen Bock auf die, ganz ehrlich. Nach vorne wähle ich aus zuverlässigen Quellen, dass da Bären sind. Die latschen jetzt hier mal lang. Das dürfen die. Ich hatte auch irgendwie so Arme als Schmuck an sich dran. Das scheint er ja ultra schick zu finden. Da einfach mal irgendwelche...
Schreit er da irgendwas von mir aus? Das scheint da ultra in zu sein, da irgendwelche Arme sich auf den Rücken zu schnallen. Neben das seine. Hä, lag hier was? Oh, ein Stein. Ja, ich bin noch Steinsammler hier, ja? Ich tue hier niemandem was. Oh, oh, das ist ein ganz seltener. Oh, oh, wow. Und noch einer. Oh, da hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Okay. Ich weiß jetzt hier mal Kaninchen spawnen. Warte mal, was ist das hier? Oh, cool, giftige Bären. Die sitzen hier nicht mehr, oder? Wie so ein paar Deppen. Nö. Okay. Möchte jetzt hier mal... Oh. Lizard, super. Okay, Kaninchen. Na du. Das ist Kaninchen. Oh, ihr seid so kacke, wisst ihr das? Ich hasse euch auch. Guck mal, die Lizards ver... Oh, danke. Danke. Hat sich mal einer bequemigt, von mir getötet zu werden. Unglaublich. So. Oh, hier. Ist eigentlich auch mal ein bisschen riskant, was ich hier mache. Ne? Also so ein bisschen Leben am Limit ist es schon. Hier sind gar keine Bären. Ne? Die sind nicht nachge... Ach, da vorne sind welche. Oh, was haben wir da? Spawnen die gerade alle nach? Oh. Oh, ist schon fast voll. Ist schon eine gute Nahrungsquelle hier, muss ich sagen. Oh ja, und meine Hand erst. Oh ja, das ist die schönste Hand von allen. Oh, davon latschen sie wieder rum. Hm, oh, Bern. Okay, jetzt bin ich voll. Hier kann wieder gehen. War nett mit euch. Coolio. Vielleicht sind noch ein paar Exis. Wegen Rüstung. Weil wir haben... Ah, ja, ein bisschen Rüstung haben wir. Aber so noch eine Echse könnte ja mal ruhig kommen. Zum Beispiel. Die hier. Oder... Oh, leck mich. Oder... Die hier. Oh, läuft, läuft, ne? Läuft. Oder... Die... Mensch! Du flinker Schlawiner. Wo ist er hin? Ja, retten Häschen durchs Wasser? Ja, warum nicht? Das sind die sogenannten Unterwasserhasen. Das ist eine ganz... Die sind vom Aussterben bedroht. Das ist eine ganz, ganz seltene Sorte. Wisst ihr Bescheid, ne? Oh, wie viele Hasen hier sind! Oh, das sind Salamander. Und eine Echse oder Wahn oder Sachen. Immer irgendwie vier auf jeden Fall. Was man toten kann. Okay. Ja, ihr schreit da hinten rum, ihr habt wieder mal, keine Ahnung, irgendwelche Probleme. Und ich habe fast volle Rüstung, ne? Könnt ihr mal sehen, wie cool ich unterwegs bin. Noch eine brauche ich, noch ein so ein Typi. Hier, Varan. Exi, da dich nehme ich. Also du rennst weg, aber du rennst... Doch, du rennst weg, du bist so doof. Ja, renn doch zu deinen Freunden, zu den Kannibalen. Komm, mir scheißegal, ich töte dich auch so. Wow! Na, hätte ich gedacht, ne, dass ich so mutig bin. Gut, jetzt habe ich mir volle Rüstung. Und habe allerdings wieder ein bisschen Hunger. Was weniger praktisch ist, haben wir noch irgendwie noch essbare Bären? Sind die essbar? Nee, die sehen nicht gut aus. Komm, warte mal. Ja, die sind nicht gut. Noch ein paar Bären? Hallo? Bär? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir wieder zurück. Und es sind wieder voll die coolen Holzfäller. Oh yeah. Okay. Oh, ein Stein. Oh, 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 oh. Der schönste Stein, den ich je gesehen habe. Oh, ist da Gold drin? Mit Platin veredelt. Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein, was ich dazu sagen könnte. Ich habe keine Ahnung von Steinen. Es gibt große Steine, kleine Steine, bunte Steine, graue Steine, was weiß ich. Steine halt, was weiß ich. Also Schleim habe Steine gesammelt. Da hat so eine ganze Blech... Da gab es die Kekse, wo man so Kekse drin hatte, die man aufgebewahrt hat. So aus Blech.
Da war alles bei mir voll mit Steinen. Die habe ich immer unten auf dem Hof immer gesucht. Die waren voll cool. Da war auch einer, das sah total irre aus. Da waren einige, die sahen total. Die sahen nicht aus wie Steine. Aber es waren Steine. Also, die sahen aus wie. Sorry? Nee. Auf jeden Fall total cool. Ich war ganz stolz drauf. Keine Ahnung. So. Okay, und weiter geht's. So, bis jetzt überleben wir eigentlich ganz gut, oder? Also, ich finde, die machen. Ja, ruh dich mal kurz aus, Digga. Das ist wieder so ein Vogel, der ein bisschen langsamer unterwegs ist. Na, der ist ein bisschen entspannt. Man muss ja nicht immer so hetzen, ne? Gerade so in der Natur, wo alles so ruhig ist, dann kann man auch mal ein bisschen entspannter an die ganzen Sachen herangehen. Okay. Und wir fällen und wir fällen und wir fällen uns schief. Was? Ich habe keine Ahnung. Kennt ihr ein gutes. Oh! Du dachtest wohl, ich sehe dich nicht. Du dachtest wohl. Er geht weg. Denkst du, oh, okay. Der schon wieder. Die schon wieder, wie auch immer. Was auch immer ich für ein Geschlecht bin, das weiß ich manchmal selber nicht so genau. Ja, der scheint ziemlich unbeeindruckt davon zu sein, dass wir hier unser Ding machen. Ja, von mir aus. Muttis ganzer Stolz. Es ist unglaublich, wie toll das ist. Oh, von unten sind sie sogar durchsichtig. Oh, ja, das ist die ganz exklusive Version davon natürlich. So, jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt hier noch was hinbauen davon. Wo waren die nochmal? Ach da. Hier. Irgendwie so jetzt ran. So. Ich weiß nicht. Sag ich einfach mal so, dass man dann jetzt da halt nicht rein kann. Gut. Machen wir das mal so. Ist er noch irgendwie einer? Sieht cool aus. Wie spät haben wir sie überhaupt? Ich müsste bald mal mit Elig aufnehmen. Dann müssen wir hier mal die Aufnahmesession beenden. Weil Elig wartet auch schon auf mich. Allerdings ist es praktisch schon, wenn wir gegen 20 Uhr aufnehmen, weil wir bei Animal Crossing. Oh, nice. So. Stinkern die wohl wieder rum? Die stinkern hier wieder rum, das ist unglaublich. Weil wir bei Animal Crossing mal in den Club Kalauer gehen wollen und Musik von KK anhören. Was eigentlich überhaupt das total gegensätzliche Thema zu diesem Spiel hier ist, wo es hier um Mord und Totschlag geht. Und ich hätte nicht gedacht, dass meine Stimme so lange durchhält. Ich dachte, ich mache irgendwann schlapp und. Wisst ihr? Aber nee. Ausdauernd, das ist unglaublich. Wie habe ich eigentlich? Habe ich ja. Das verbuggt? Ich glaube wirklich, dass das verbuggt ist, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Gut. So, Mische inner aufs Maul. Ich habe keine Ahnung. Wir könnten ja mal hier wieder, ne, einen Gruß unterbreiten, dass wir hier. Ne, wisst ihr? So ein Gruß ist schon was Wichtiges. So unter Kameraden, unter Nachbarn. Hier. Wie der aussieht. Total irre. Mal was hinsetzen. Das steht einfach nur da. Ich möchte hier mal ein bisschen, wisst ihr? Mal wissen Sie, ich möchte hier, ich habe hier so Zeug, ich möchte mich hier so ein bisschen verteidigen und ja, junger Herr, Sie stehen halt ein bisschen im Weg mit Ihrer Freundin, warum er das da hinten ist. Warte mal. Na, wir machen das wieder mal mit Mollys, oder? Ich kann auch hier so. Komm, wir machen das so. Na komm. Was hat Chester davor? Ich hatte nicht extra viel Leben. Wobei, für den habe ich schon. Warte mal, den da hinten, den kill ich so und den kill ich mal mit Molly. Wenn ich die Möglichkeit habe, das so zu machen, dann mache ich es, glaube ich, lieber auch so. Hier. Ich tausche dir mal vor die Füße. Hallo? Wie mal so. Ja, genau so geht das. Okay, den haben wir erledigt. Gut, hinten ist noch einer. Den killen wir so.
Ist auch langweilig. Auch Molly ist halt auch ziemlich gefährlich, weil man sich auch relativ schnell damit selbst verletzen kann. Beziehungsweise, weil halt eben auch es noch mal vorkommt. Oh, das geht da auf die Rüstung. Scheiße. Wisst ihr, wie man die Mollys weglegen kann, ohne dass man sich dabei selber anfackelt? Das wäre cool. Jetzt habe ich wieder null Rüstung. Super, tolle Wurst. Was ist unser Kumpel hier? Da war doch noch einer. Da! Ah! Eine junge Dame. Zwar vermutlich eine Freundin. Die wehrt sich nicht. Titten. Dead ass. Aber ich weiß trotzdem, was sie da steht. Man weiß ja nicht, wie das ist. Aber scheint schon ganz schön verbuggt zu sein. Ja, könnte man damit mal bitte aufhören? Danke. Irgendwie mal. Ich weiß nicht. Ist ja keine schwul, wenn die hier steht. Auch wenn sie mir nichts macht. Wisst ihr, das ist scheiße. Das ist ein Bug. Ich dürfte von so etwas eigentlich nicht verrecken. So dumm, ey. Warte mal. Jetzt muss man gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Dann wieder zurück zu meinem... Wisst schon, ne? Back to the roots. So. Also ein Vorteil der Sache ist auch, wenn ich die Mollys habe, dass ich auch mehr sehen kann. Weil eben auch alles heller ist. Was ist das? Oh, Cloffing. Mal ein bisschen mal gucken. Noch mehr Cloffing. Sehr gut. Oh. Das war... Immerhin, in 4 Tagen kommt eine neue Version. Ja, es ist schon ärgerlich, dass die Bugs teilweise so doof sind, ne? Also, was soll das? Es war total unnötig, dass ich die beiden Male jetzt gestorben bin. Naja, okay. Wie gesagt, in der Alpha und... Ich denke mal, das ist dieses Mal ein bisschen besser gelaufen als die Male, als das Mal davor. Wir waren organisierter, wir hatten bessere Chancen auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir die wirklich mehr mit Molotov Cocktails doch töten, weil das Problem ist, ich habe das auch schon mal anderen gesehen, wenn die tot auf dem Boden liegen und du die zerstückeln willst, kriegst du selber Schaden und stirbst dadurch, was halt eben, wie gesagt, noch ein Bug ist. Und das darf eigentlich nicht sein. Und man stirbt eigentlich fast nur durch Bugs in dem Spiel momentan. Okay, alles klar. Also, ciao und bis zum nächsten Versuch von The Forest. Bye.